Jedenfalls was versteckt da hinten. Gut, Schildi, wer das? Hier sind Bäume umgekipst. Hier ist ein oder zwei. Nach unten. Frösche und Schildkröten. Ein gutes Gespann, glaube ich. Aber erstmal schauen wir uns hier rechts voran was an. Guten Tag. Hallo, Grin. Ich habe dich doch schon mal gesehen. Cheerily, the stranger said, "Don't si remind me of when I stood there, mouth open. I like you." Gut, gehen hier wieder lang und schauen wir mal den Winkel an. Weiter. Oh. Schrie kann ich nicht, ne? Und fallen. Wie war das noch? Schildkröte, Frosch, Frosch, Schildkröte, Frosch, Frosch, Schildkröte, Frosch, Frosch, Schildkröte, Frosch, Frosch. Also, Schildkröte. Frosch, Frosch, 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 Schildkröte. Da muss ich rüber. Da. Okay. Frosch, Frosch, Schildkröte. Jetzt die Idee, die ich hatte. Frosch, Frosch, Schildkröte. Frosch, Frosch, Schildkröte. Und das muss ich nie wieder machen. Hi! Darf ich dir aufhelfen? Möchtest du einen Keks? Blick um die Ecke. The stranger was afraid. They couldn't see what lay ahead. Der Fremde hatte Angst, er konnte nicht gucken, was vor ihm lag. Oh. Ember saw their own fear reflected in the stranger. Einmal rum. Ach so, ja, komm. Machst du mal mit, danke. The darkness hungered for them all. Hat die das die eben schon fertig? Oh, egal. Ich habe gerade kurz gedacht, dass ich vielleicht im Laser verbrenne, aber alles gut. Wir sind ans Licht gekommen. Und es geht wieder zurück. Dahin, wo wir ihn gefunden haben.
Wir beleuchten ihn und dann ist er wieder frei. The little ember spoke hesitantly. How do you continue, never knowing if we'll reach the end? Wie macht man weiter, wenn man niemals weiß, ob man das Ende erreichen wird? Der Weg ist das Ziel. Du kannst doch. Ja. Als ob ich nur losgehen würde, um das Ziel zu kriegen. Ja gut, warum habe ich das jetzt? Ich weiß es nicht. Ja gut, rechts rüber, mal gucken, was da jetzt noch so ist. Hui, wo waren wir stehen geblieben? Genau, hier vorne bin ich. Ich gehe hier vorne nochmal rum. Man weiß ja nie, ob man was übersehen hat, ne? Ich habe irgendwie einen Schlüssel gekriegt, das weiß ich jetzt. In der Kopf. Ich kam hier aber durch, da hatte ich alles gemacht. Hier unten habe ich nichts mehr in Erinnerung. Auf der rechten Seite war ich ja hier auch schon. Das heißt, ich könnte hier nochmal rechts durchgehen. Bin aber wieder im Sumpf. Geh mal hier runter. Da war das. Aber das Ding, was ich ihm zuerst gegeben habe zu essen, wo der dann durchgebrannt ist, ich darüber komme, weiß ich noch nicht. Das wäre mein nächstes Ziel, jetzt rechts rüber zu kommen. Denn ich erinnere mich, dass da hinten, glaube ich, irgendwas war. Er sitzt wieder entspannt da rum, da hinten ist die Treppe. Da sitzen schon zwei jetzt am Feuer des Lagers, Lager des Feuers. Zwei brauche ich noch, um weiterzukommen. Ein Frosch steht hier hinten. Ja, bestimmt irgendwo direkt hier einsetzen, ne? Ich gehe einfach mal links, links. Hier ist der Ausgang. Wenn ich ein Frosch wäre, der hier hinten ist, wo wäre ich gerne? Hingesetzt. Oh, fällt was ein. Hier ist hier ein Shortcut aufgegangen. Also es sah aus wie ein Shortcut. Ob es einer ist, man weiß es nicht. Gibt es eine Stelle, wo ich den sinnvoll platzieren könnte? Genauso wie den Frosch, ne? Warum kann ich eigentlich so weit gucken? Doch nicht nur, um hinter die Wand zu schauen, oder? Kann ich hier Supergag machen? Ja, kann ich. Und dafür will ich jetzt auch den anderen rüberziehen.
euch den Weg. Eine Schatztruhe. Hidden away was a scrap of journal. Ich nehme das auch mit. Encircled around the evening fire, married Lanthorn tunes, singing out the promises of old. Will home be as we remember? Gute Frage. Hände im Kreis um das Abenteuerfeuer herum. Fröhliche Laternenlieder über vergangene Versprechen. Wird unser Zuhause dann sein, wie wir uns daran erinnern? Okay, das war ein Sequel. Es sind immer noch zwei zu holen. So, es ist der nächste Tag. Ich nehme wieder auf. War doch ein bisschen müde und habe mir dann gedacht, während ich auf Klo war, dass ich noch am nächsten Tag weitermache. Und gehe jetzt erstmal. Quatsch, hier war ja nichts. Muss mich jetzt erstmal wieder kalibrieren, wo ich noch hin darf, weil hier links war das andere. Hier unten hat jemand Spaß. Genau, das Schweinchen. Und ich glaube, hier links war ich eigentlich schon fertig, oder? Ja. Glaube ich zumindest. Ich wollte jetzt hier rechts schauen, weil hier war ich glaube ich noch nicht so richtig. Und gehe gleich mal da hinten an den See. Through the mist, Ember could feel they were being watched. Durch den Nebel konnte Ember spüren, dass er beobachtet wurde. Von den Roten wieder, ja? Und den kann ich bestimmt mitnehmen. Irgendwo hinstellen. Wo benötigt wird. Da nicht, da komme ich raus. Wahrscheinlich doch da unten. Hier war ich noch nicht. Alles klar. Den kann ich nicht mitnehmen. Okay. Irgendwie würde ich die nach innen gucken lassen. Dann gehe ich mal hier oben lang, weil unten ist ja ein neuer Levelabschnitt und da will ich noch nicht hin, denn ich möchte erst mal gucken, was hier abgeht. Und hier geht es auch woanders hin. Gut, gehen wir erstmal woanders hin. Da oben geht es noch höher. Ein Frosch. Wenn ich wahrscheinlich jetzt rechts hinlege. Und wir alle nach oben, dann guckt er jetzt auch nach oben. Und wieder rüber in das Gefilde, wo ich eben reingerannt bin und den Frosch entdeckt habe. Hier dreht sich wahrscheinlich irgendwann was. Komme ich hier wieder raus? Rum und unten ist es nicht, Freifeld ist es nicht. Klicken ist es. Achso. Ember found a scrap of journal. Ein zerfallenes Tagebuch. The Lanthorn wards off ghosts and fear.
It shapes the world as we wish it. I urge my companion to rest, but still they stare into the fire. Die Laterne schützt vor Geistern und Furcht. Sie formt die Welt nach unseren Vorstellungen. Ich halte meine Begleitung an zu ruhen, aber sie starrt immer noch ins Feuer. So, dann guck ich mal, ob sie unten ist. Aha. Irgendwann kann ich den bewegen. Und geh mal hier runter. Und schau, was hier hinter sich verbirgt. Nichts Sinnvolles, wie mir scheint. Da komme ich nicht vorbei, hier unten komme ich nicht vorbei. Da unten komme ich vorbei. Wieder Roboter, die irgendwie runterfallen, da komme ich noch nicht hin. Hallo. Jemand zu Hause? Okay, hier komme ich sonst noch nicht weiter. Außer da oben hin. Okay, noch nicht sinnvoller als vorhin. Hier hinten kann ich auch nur rum gucken. Mit der Leiter kann ich noch nichts machen. Und hier oben könnte ich irgendwie rüber. Hier könnte ich auch rüber. Kriege ich denn jetzt einen Würfel hier? Von unten kriege ich ja nicht mal so hoch. Hätte ich höchstens mit dem hier hoch, aber das hebe ich mir später auf. Erstmal komme ich hier oben. Das ist der Obsthain. The orchard gate was locked and needed a key. Das Tor zum Obsthain war verschlossen, ein Schlüssel war notwendig. Den habe ich. Ember placed the key in the lock and slowly began to turn it. Ember steckte den Schlüssel in das Schloss und begann ihn langsam zu drehen. Ich weiß, wie das Schlüssel funktioniert. Und sprach dann mit diesem Viech hier. The stranger said excitedly, "I've not heard a lanthorn play in a long time." Ich habe schon lange kein Lanternhorn mehr gehört. Magical sound a lanthorn makes. Your whole body moves. Ein Lanternhorn erzeugt einen magischen Klang. Dein ganzer Körper bewegt sich. Let me tell you, I play a good lanthorn. Sag dir, ich spiele ein ziemlich gutes Lanthorn. Gut, auf den Obsthain, wo die Schweine sich die Samen geklaut haben, damit die Schildkröte die Schildkröte sich gesammelt hat. Pigs had destroyed everything. Schweine hat alles zerstört. Und da liegt eins. The pig was stuffed to bursting, having filled up on fruit in the orchard. Schwein hatte sich mit dem Obst aus dem Obsthain bis zum Platzen vollgestopft. Text. Kein Text.
Selbst das Ding hier ist dick.